Guten Morgen. Das Thema der heutigen Stunde ist Kreativität. Im Kunstunterricht brauchen wir nicht nur die Lehre von der Farbe und wie wir die Farben benutzen, sondern es geht immer auch ganz viel darum, neue Ideen zu entwickeln. Und wie kann man das machen? Ist es so, dass die Ideen einen so wie so der Stein auf den Kopf fallen? Da gibt es einfach die Leute, denen fallen halt mehr Ideen auf den Kopf als andere, oder kann man das auch beibringen? Und ich glaube, dass das eine und das andere möglich ist. Und auf jeden Fall kann man es auch ein bisschen beibringen. Und als erstes erzähle ich mal, wie ich den Morgen starte. Wichtig ist, Morning Pages zu machen. Das geht auf die Kreativforscherin Julia Cameron zurück. Das ist eine Kunstlehrerin gewesen, die gemerkt hat, dass sie beim Unterrichten, ohne dass sie jetzt eine Theorie hatte, sich ihren Schülern Hausaufgaben gegeben hat. Und die eine war, jeden Morgen, ihr steht auf, ihr habt euer Tagebuch und ihr schreibt, was euch durch den Kopf geht. Die Schweizer Franzosen sagen dazu Écriture automatique, also einfach runterschreiben wie ein Automat. Oder es gibt auch Free Writing, ne? Dass ihr ohne Regeln einfach runterschreibt. Und das werdet ihr nie wieder durchlesen. Und entweder sagt ihr, ich mache euch das 10 Minuten, einen Time-Slot in eurem Smartphone. Oder ihr sagt jeden Tag 3 Seiten, wie Julia Cameron das empfiehlt. Und das Gute ist wirklich, erstmal ist es gar nicht so leicht, weil ihr werdet merken, oh, ich schreibe immer das Gleiche und die Gedanken sind immer die gleichen. Ich wache auf und denke, ach, schon wieder Schule und habe ich an alles gedacht und habe ich die Hausaufgaben und habe ich den Unterricht vorbereitet und so. Das sind meine Gedanken und geht alles gut und Kaffee trinken, Tee, grünen Tee, das macht mich irgendwie, da habe ich Bock drauf und dann noch das Katzenklo sauber machen und dann aber irgendwann kommen halt auch so Gedanken wie, ach, bevor ich jetzt den Unterricht mache, muss ich auch noch schnell aufschreiben, dass ich heute nicht vergesse, Blumen zu kaufen. Weil wenn man viel zu Hause ist, viel in seinem eigenen kleinen Atelier herumhängt, lohnt es sich wirklich, weil so viel Freude wie momentan hatte ich nie an den Blumen. Ne? Ich hatte das oft, dass ich Blumen geschenkt bekommen habe und das schon fast schade fand, wenn ich die kaum gesehen habe, weil ich ja immer in der Schule oder woanders war. Neben den Morning Pages ist es einfach so, dass ihr, ne, ihr bekommt diese Idee, ach, ich könnte mal in den Blumenladen gehen und ich könnte mir jetzt irgendwie mal wieder Blumen anschaffen. Und was mich dazu auch inspiriert, neue Ideen zu entwickeln, ist was Morbides. Es ist ja so, diese Blume, noch riecht sie ganz gut, aber in 2-3 Tagen, vielleicht auch in einer Woche, das ist ein sehr guter Blumenladen, wird diese Blume verwelken. Und so kam ich auf den Gedanken, wirklich, das war jetzt nicht, oh, ich möchte eine Künstlerin sein, sondern das war mehr so, oh, ich möchte die Blumen festhalten. Und das hat mich halt dann motiviert dazu, dass ich irgendwie angefangen habe, diese Blumenbilder zu malen. Und das führt uns direkt zum nächsten Thema. Also ich halte das hier wirklich, ich weiß das auch, das ist keine Kunst. Ne? Also mein Kunststudium würde man wahrscheinlich die Nase drüber rümpfen. Aber das ist halt meine Idee gewesen, dass ich darauf Lust hatte, dass ich es gemacht habe. Und dann musste ich vor allem mit so einem inneren Kritiker arbeiten. Also diese Stimme, die sagte, das ist keine Kunst, man malt doch heutzutage keine Blumen mehr. Und das solltet ihr vielleicht auch aus dem Unterricht mitnehmen, dass ihr merkt, wie gehe ich mit dieser Stimme um. Dieses, wenn ihr zum Beispiel einen Text schreibt, ihr schreibt ein Gedicht oder einen kleinen Roman, ja, wer will denn das lesen? Und das ist doch total unnötig. Und das ist eigentlich, warum 1000 Sachen nicht entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr Steve Jobs gesehen habt auf Netflix. Ja, ich meine, als er angefangen hat, einen Computer zu sich auszudenken, also zu entwickeln, ne, mit seinem Freund und daraus was zu machen, brauchte man keinen Computer. Heutzutage können wir nicht mehr ohne. Also das ist auch immer so ein Sprung, ups, ins Neue, ins Ungewisse und braucht man gar nicht. Und andere finden das vielleicht doof, was ich mache. Und das einfach ignorieren und damit umgehen zu lernen, das ist ganz wichtig. Erste Regel, Morning Pages, also in Kontakt mit sich treten und auch immer nett zu den eigenen Ideen sein. Wenn die eigene Idee sagt, mach das doch mal, dann macht man das auch. Auch wenn man mutig sein muss, wenn vielleicht jemand sagt, nee. Was anderes, was ganz gut ist, auch heute, ne, wir haben heute den 2. Februar 2020, hier in Köln regnete. Und trotzdem 20 Minuten spazieren gehen. Also Julia Cameron nennt das, glaube ich, irgendwie künstlerische Spaziergänge oder was auch immer.
gut. Wichtig ist auch, dass man das alleine macht. Sobald man mit einem Freund chattet und so weiter und so fort, hat man weniger Kontakt mit sich selber. Und dass man dann guckt, dass man dann sich inspirieren lässt. Ne? Also ich merke dann immer so, warum soll ich jetzt rausgehen? Aber es macht erstens super Spaß und gerade im Regen, also das habe ich zum Beispiel gestern gemerkt, ich war wieder auf der Brüsseler Straße unterwegs und dann habe ich auf einmal auf die Pfützen geschaut und dann haben sich praktisch so die Farben von den Geschäften drin gespiegelt und ich habe ein Foto davon gemacht und habe jetzt davon Lust auch, das vielleicht als Acrylbild zu verwirklichen. So kommen neue Gedanken. Neue Gedanken kommen aber auch, wenn ihr euch mal hinter mir schaut, ich unterrichte heute in meinem Flur und das habe ich total Bock drauf gehabt. Und wenn ihr euch die Tür anguckt, die habe ich auch schon eine ganze Weile so. Das war so, dass ich die Wohnung gefunden habe, dass die Türen sehr hässlich waren und ich wollte neue Türen kaufen. Ich habe nicht die richtigen Türen gefunden, ich habe hin und her überlegt. Und weil ich wusste, dass ich ja irgendwann bald die neuen Türen kaufe und die alten kommen ja sowieso so weg, weil das ja Schrott war, habe ich, wie ich immer, so mein kleines Töpfchen mit Schultafellack. Schultafellack ist schwarz, ist matt. Und das Gute ist, dass ihr da mit Kreide drauf malen könnt und ihr könnt es auch wieder wegmachen. Und ihr seht hier, ich habe jetzt gerade dieses Bild für euch hier drauf gemalt. Es ist einfach genial, um zu unterrichten. Also, und das ist aber zum Beispiel, der Fernseher wurde erfunden, der Computer wurde erfunden und man wusste gar nicht erst, was macht man wirklich damit. Und das ist bei Ideen halt auch so, gibt jeder Idee eine Chance und lasst sie erstmal auf die Welt kommen. Die weiß denn schon selber, was es sein soll. Ja? Also die Tür hat es vielleicht vor mir gewusst, dass Corona kommt und dass wir Online-Unterricht machen und dass ich jetzt auf einmal hier meine kleine eigene Schultafel habe. Spazieren gehen, was hatte ich noch? Wenn ihr spazieren geht, dann rate ich euch, kleine Hausaufgabe, sucht mal nach Steinen. Also ich habe zum Beispiel gestern diesen kleinen Stein aufgelesen. Der Stein steht dafür, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, die Ideen fallen dir nicht auf den Kopf. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Aber was es auf jeden Fall ist, die Ideen liegen kostenlos herum. Du brauchst keinen teuren Farbkasten, du brauchst nicht diese 500 kleinen grünen Pinsel. Also ich habe immer nur einen einzigen Pinsel und der ist schon ganz morsch, aber ich liebe diesen Pinsel. Aber du musst einfach wach sein, du musst irgendwie inspiriert sein und dann findest du die Steine, findest du deine Ideen. Und ich bin total neugierig darauf, was ihr für Ideen habt. Das ist ja unbegrenzt, was aus einem einfallen kann. Und lasst uns kreativ sein, lasst uns Ideen sprudeln und vor allem lasst uns nett miteinander sein. Wenn ihr, wie ich, heute Morgen absolut Lust habt, darauf Chips zu essen, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit euren Eltern, aber ich habe heute mal gemerkt, ja, dann esse ich einfach mal Chips. Wie fühlt es sich an, morgens mit Chips zu frühstücken, bevor man Online-Unterricht macht? Es ist gerade sowieso Corona-Times, alles ist anders als sonst und das gibt uns vielleicht auch die Freiheit, andere Sachen, neue Sachen auszuprobieren. Vielleicht auch wieder weglegen, weil ich werde merken, ich werde immer dicker und Chips jeden Morgen ist vielleicht nicht die coole Idee, aber heute hat es mir einfach Freude gemacht. Tschüss und ich danke euch für die vielen Fragen, die mir immer stellt, die mich zum Nachdenken bringen und voranbringen. Das war's.